Mensch, so ein Wissenschaftler, der müsste inzwischen eine richtig breite Brust bekommen haben. Zwei Nobelpreise, nämlich für Physik und Chemie, fliegen nach Deutschland hierher. Max-Planck-Institut wird dabei genannt, die scheinen gute Arbeit zu machen. Der für Chemie interessiert mich. Und das Stichwort Genschere. Hm. Was sagen Sie den Leuten, die sagen, die haben die Büchse der Pandora aufgemacht? Das ist die Frage, was wie mit allen Technologien, das ist die Frage, was sie damit machen, ne, am Ende. Zunächst mal haben sie eine Möglichkeit eröffnet, zum Beispiel Menschen, die an genetisch bedingten Krankheiten leiden, zu helfen, die zu heilen. Weil sie können den Defekt, der vorher nicht behandelbar war, können sie jetzt tatsächlich behandeln. Beschreiben Sie das mal, ist, wie? Sie können über Eingriffe in das Erbgut der Zellen können sie das defekte Gen quasi rausnehmen, das zum Beispiel ein Stoffwechselprodukt, das die brauchen, um leben zu können, ihnen nicht liefert. Das können sie rausnehmen, sie können das funktionierende Gen einbauen und damit hat dann dieses Kind zum Beispiel eine Chance zu leben, ohne ständig Medikamente nehmen zu müssen, sein ganzes Leben, oder ohne sterben zu müssen, weil dieses Enzym nicht produziert wird. Also eine großartige Möglichkeit, um einzelnen Menschen zu helfen. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, potenziell sowas zu missbrauchen. Die gibt es immer. Aber dafür haben wir ja nun mal ethische Grundsätze. Dafür haben wir Ethikkommissionen, die auf Studien aufpassen, generell. Also wir müssen ja alles, was wir machen am Menschen, muss alles beantragt werden. Und ich würde mal sagen, die Vigilanzmechanismen sind gerade in Europa oder im Westen generell sehr ausgeprägt. Davon abgesehen kann man ja Wissenschaftler auch nicht unterstellen, dass sie immer das Schlimmste anrichten wollen. Das sind ja auch Menschen, die ein gewisses ethisches Grundgerüst haben. Also ich sehe die positiven Effekte dieser Technologie, die uns wirklich eine Menge therapeutischer Optionen für viele Jahre in die Zukunft öffnen. Und das ist völlig berechtigt, dass da auch der Nobelpreis jetzt gegeben wurde. Da haben wir ja schon Jahre drauf gewartet tatsächlich. Aber in China hat man es schon missbraucht, zumindest ist es da rausgekommen. Vielleicht hat man es auch woanders schon missbraucht. Das war damals die HIV, der Versuch, HIV auszuschalten, ich sag's mal mit meinen Worten. Naja, der Wissenschaftler in China hat halt gesagt, ja, er, also offensichtlich wollte Aufmerksamkeit erregen, er schafft es, HIV-immune Kinder quasi produzieren ist das falsche Wort, aber ihnen diese HIV-Immunität zu verlangen. Das war aber selbst in China so, dass der dann dafür bestraft wurde, dass er seine Arbeit verloren hat, dass er nicht mehr weiter forschen kann. Also selbst das wurde in diesem Land wurde das sanktioniert, nachdem ja die wissenschaftliche Öffentlichkeit auch hier entsprechend reagiert hat. Also jede Technologie bietet Möglichkeiten zum Missbrauch, aber die Kontrollen sind, glaube ich, insgesamt relativ gut. Dass sie in irgendeinem James-Bond-Setting irgendein Labor auf irgendeiner Insel damit Unsinn machen können, natürlich, aber das geht mit ganz vielen anderen Dingen, mit Atomkraft und anderem natürlich auch. Ich finde aber nicht, dass man immer das Negative herbeireden muss bei solchen Technologien, sondern erstmal sehen muss, welche Optionen das gibt. Und das ist wirklich ganz unmittelbar, Menschen zu heilen, ihnen zu helfen. Ihr Wort in Gottes Ohr.